Hallo auf dem Kanal Nati F12 in Natis Bücherwelt. Auch heute habe ich wieder eine Rezension für euch. Ich habe ein Buch gelesen, das mich so begeistert hat, mich so fasziniert hat, und das möchte ich auf jeden Fall für euch rezensieren. Es ist aus dem Limes Verlag. Da möchte ich mich auch beim Limes Verlag ganz, ganz herzlich bedanken, dass man mir dieses Buch zur Verfügung gestellt hat. Und ich muss ehrlich sagen, mich hat zwar dieser Klappentext sehr begeistert, sehr angetan, aber dass mir das Buch letztendlich so gefällt, das habe ich nicht gedacht. Es handelt sich um Das unerhörte Leben des Alex Woods oder Warum das Universum keinen Plan hat von Gavin Extense. So sieht das Cover aus. Wie gesagt, habe ich ein Leseexemplar dazu bekommen. Man sieht hier eine Stadt und hier sieht man so einen Strahl vom Himmel runterziehen. Ich lese euch wie immer den Klappentext vor. Alex Woods ist 10 Jahre alt und er weiß, dass er nicht den konventionellsten Start ins Leben hatte. Er weiß auch, dass man sich mit einer hellseherischen, begabten Mutter bei den Mitschülern nicht beliebt macht. Und Alex weiß, dass die unwahrscheinlichsten Ereignisse eintreten können. Er trägt Narben, die dies beweisen. Was Alex noch nicht weiß, ist, dass er in dem überlaunigen und zurückgezogenen lebenden Mr. Patterson einen ungleichen Freund finden wird. Einen Freund, der ihm sagt, dass man nur ein einziges Leben hat und man immer die bestmöglichen Entscheidungen treffen sollte. Darum ist Alex, als er 7 Jahre später mit 113 Gramm Marihuana und einer Urne voller Asche an der Grenze in Dover gestoppt wird, einigermaßen sicher, dass er das Richtige getan hat. Ja, also, Alex Woods ist eigentlich ein ganz normaler 10-jähriger Junge, als ihm eines Tages ein Unfall passiert. Er wird zu Hause, wo er mit seiner alleinerziehenden Mutter lebt, durch einen Meteoriten, der durch das Hausdach fliegt, am Kopf verletzt. Als er im Krankenhaus wieder zu sich kommt, nachdem er eine Weile im Koma gelegen hat, erfährt er, dass er mittlerweile der Star des Landes ist. Denn es ist ja nicht üblich, dass ein Meteorit durchs Hausdach auf den Schädel eines 10-jährigen Jungen fliegt, der dann auch noch überlebt. Und da sprechen natürlich alle Medien davon, über den Jungen eben, der diesen Unfall überlebt hat. Doch Alex ist das alles eigentlich gar nicht so recht, da er eher ein ruhiger Junge ist, der der einfach sein Leben leben will, der lesen möchte, der lernen möchte. Und als sich irgendwann dieser Hype um ihn Gott sei Dank widerlegt, kann Alex auch wieder ganz normal zur Schule gehen. Doch nach diesem Unfall ist für Alex natürlich auch nicht alles mehr so, wie es war. Er hat natürlich doch ein paar Schäden davongetragen, das möchte ich euch aber nicht erzählen, was genau mit ihm los ist. Er wird in der Schule auch nicht sehr gut aufgenommen, einfach weil eben seine Mutter so hellseherische Kräfte hat und auch als Hellseherin arbeitet. Ja, aber Alex will eigentlich nur seine Ruhe. Er möchte einfach mehr über die Sterne, über Meteoriten erfahren. Er möchte, das ist also ein Thema, was ihn natürlich jetzt wahnsinnig interessiert. Einige Mitschüler sind natürlich schlimmer als andere und er wird oft durch gejagt, gemobbt. Und eines Tages kann er sich nur mit letzter Not durch ein Gebüsch in einen Garten flüchten vor den drei Verfolgern, und dort versteckelt er sich.
Irgendwann wird er jedoch entdeckt und ein älterer Herr, der eben dort wohnt, zwingt ihn dazu zu sagen oder möchte wissen, wer den Schuppen, der dort steht, so ja, randaliert hat. Und Alex, oder er steht quasi als Verdächtiger dann da. Und Alex macht den Mund nicht auf und sagt eben, dass er das gar nicht war, weil er einfach Angst hat, wenn er die anderen verraten tut, dann wird das ganze Mobbing nur noch schlimmer. Alex' Mutter ist dann jedoch der Meinung, dass Alex, weil er die nicht verraten möchte, wer den Schuppen so kaputtgeschlagen hat, muss Alex sich bei Mr. Patterson, so heißt nämlich dieser ältere Herr, entschuldigen. Und sie verlangt auch, dass Alex für Mr. Patterson Arbeiten erledigt, und zwar so lange, bis ja, der beschädigte Schuppen sozusagen bezahlt ist. Und sowohl Mr. Patterson als auch Alex ist eigentlich von der Idee gar nicht begeistert, aber Alex' Mutter lässt nicht locker und schließlich willigen beide ein. Und ja, Mr. Patterson ist ein sehr zurückgezogener, griesgrämiger, verstockter Mann. Und Alex ist natürlich alles andere als begeistert, dass er mit diesem älteren Herrn jetzt seine Zeit verbringen soll. Doch dann entwickelt sich zwischen Mr. Patterson und Alex eine Freundschaft, die so was Besonderes ist. Ja, ich kann euch nur sagen, lest dieses Buch. Das Buch beginnt mit der Verhaftung von Alex, der mit 113 Gramm Marihuana und neben sich eine Urne mit Asche auf dem Beifahrersitz wird er entdeckt. Und wie er in diese absurde Lage gekommen ist, das erfährt man in dieser sehr ungewöhnlichen Geschichte. Ich habe eigentlich nicht gedacht, wie ich am Anfang schon sagte, dass mir dieser Roman so gut gefallen würde. Aber er beinhaltet so viele Faktoren, so viele Themen, die mich einfach fasziniert haben. Es geht um 7 Jahre eines heranwachsenden Jungen, um eine Freundschaft zwischen zwei sehr unterschiedlichen Menschen, um den Konflikt zwischen Mutter und Sohn und ein Thema, was immer wieder in den Medien angesprochen wird, Sterbehilfe. Ein Roman, der gleichzeitig so erstaunlich und ergreifend ist und dann wieder so voller Gefühle und Hintergründe. Und der Roman ist an keiner Stelle langweilig, sondern man reist mit Alex Seite um Seite mit. Ja, also ihr merkt, ich bin wirklich unheimlich angetan von dem Buch. Ich hatte es so schnell durchgelesen, weil ich wirklich jede freie Sekunde an diesem Buch hing, wissen wollte, wie es weitergeht. Und es handelt sich bei dem Roman um den Re Debütroman von Gavin Extense aus Frankreich. Er ist 1982 geboren und ist eben in der englischen Grafschaft Lincolnshire in einem kleinen Dorf mit dem interessanten Namen Swinshead aufgewachsen. Heute lebt er mit seiner Familie in Sheffield und das unerhörte Leben des Alex Woods ist, wie gesagt, sein Debütroman. Wenn ihr jetzt auch vielleicht denkt, ich habe schon zu viel verraten, nein, ich habe im Grunde genommen überhaupt nichts verraten. Ich habe euch von dem Unfall erzählt, den Alex Woods als 10-Jähriger hatte. Ich habe euch von einer Freundschaft erzählt, aber was wirklich alles dahinter steckt, was in diesem Buch alles enthalten ist, das müsst ihr wirklich lesen. Ich lege es euch wirklich ans Herz, lest dieses Buch. Es ist einfach ein ganz, ganz toller
Roman. So, das war's. Ich hoffe, ich habe euch eure Spannung geweckt und schreibt mir bitte, wenn ihr das Buch schon gelesen habt oder wenn ihr vorhabt, es zu lesen, dann schreibt mir hinterher, dass ihr es gelesen habt und was ihr davon haltet. Meine schriftliche Rezension findet ihr wie immer auf meiner Homepage www.nadis-bücherwelt.jimdo.com. Auch da könnt ihr mir Kommentare hinterlassen oder eben hier unter dem Video. Ich freue mich über jeden Kommentar und es handelt sich wirklich um einen ganz, ganz hervorragenden, atemberaubenden Roman. Das war's, bis zum nächsten Mal. Tschüss!